Ja, ich weiß, der Anfang wirkt vielleicht nicht ganz so, aber heute mache ich mal wieder ein bisschen ernsteres Video. Und zwar will ich ein bisschen labern. Und zwar habe ich drei Themen. Diese drei Themen sind, wie ihr bereits im Hintergrund aufgezählt seht, erstens Thumbnails, zweitens neue Formate auf meinem Kanal und drittens, sagte ich ja bereits im Trailer, ich werde ein Video mit Infos zu meinem neuen Pokémon Mystery Dungeon Story Projektding rausbringen und da habe ich mich entschieden, das hier mit einzuarbeiten als dritten Punkt. Zuerst das Thema Thumbnails. Ich mache, wie eigentlich jeder bemerkt haben sollte, schon seit einiger Zeit. Ich habe nur in der ganzen Zeit kein einziges Infovideo gemacht. Selbst erstellte Thumbnails, da ich finde, das bringt wirklich sehr viel. Hierbei sehen manche für mich natürlich deutlich besser aus. Manchmal habe ich auch nicht wirklich Zeit und kann sie nur hinklatschen. Ja. Und insgesamt sind sie jetzt nicht wirklich professionell, aber trotzdem wollte ich das jetzt nochmal wirklich offiziell sagen, falls irgendjemand so doof ist, das noch nicht kapiert zu haben. In diesem Thema möchte ich ein bisschen über neue Formate reden, denn ich bin derzeit, wie man vielleicht merkt, so ein bisschen in einer Art Experimentierphase. Mit eben dem neuen Projekt, das ich bald beginne, zu dem es im dritten Teil nochmal geht. Meine Top-10-Liste von neulich. Ich habe auch noch vor, ein Format zu machen, wo ich einfach ein bisschen laber und ihr könnt dann in den Kommentaren euren Senf dazugeben über bestimmte Themen halt. Ja, wie gesagt, ich experimentiere im Moment einfach ein bisschen. Ich will den Kanal wirklich so machen, dass er mir selber gefällt. Im Moment bin ich da auf einem sehr guten Weg, finde ich. Und ja, viel mehr kann ich dazu jetzt auch wieder nicht sagen. Auf zum nächsten Punkt. Das letzte Thema ist auch das größte und Hauptthema dieses Videos. Es geht um meine Pokémon Mystery Dungeon Story, die diesen Sommer beginnen wird, die ich jetzt wegen, wie ich eigentlich schon erwartet hatte, nicht vorhandenen Namensvorschlägen erstmal Walross Edition genannt habe. Fragen wurden mir auch keine gestellt. Ich will ja auch nicht sagen, dass was Kommentare angeht, meine Community vielleicht ein bisschen mehr machen könnte. Aber vermutlich bilde ich mir das mal ein. Mal ernst, die Kommentarsektion ist da, um da was reinzuschreiben. Nicht zum Anschauen. Vor allem nicht, wenn da nichts zum Anschauen ist, weil da niemand was reinschreibt. Aber das ist das falsche Thema. Ich will die ganzen wichtigen Infos jetzt in diesem Video abklappern, damit ich dann, wenn das Projekt wirklich losgeht, in der ersten Folge direkt so loslegen kann, wie ich es will. Also, das Projekt wird in den hessischen Sommerferien beginnen. Ich will noch kein genaues Datum sagen, dann wird es eine schöne Überraschung für euch. Ja, ist ja auch ein relativ großer Zeitraum. Die Videos dieses Projekts, da es schon ein paar sein werden, werden relativ unregelmäßig kommen, da ich es wie zum Beispiel die Top-Liste oder dieses Infovideo ziemlich viel schneiden will und mit Musik unterlegen und was weiß ich alles. Ich rechne, ich will jetzt nicht sagen, mit wie viel Parts ich rechne, vor allem da ich denke, ich könnte es eh nicht einhalten, aber ich habe auf jeden Fall ziemlich viel geschrieben und ja. Alter, ich hatte noch so viel zu reden und habe gerade einen Blackout. Richtig nice. Professionalität. Da waren noch ein paar wichtige Punkte. Ah ja, also, wie gesagt, das Projekt wird in den Sommerferien beginnen. Und
wenn es so klappt, wie ich geplant habe, auch dann noch enden. Die Story habe ich wirklich alleine geschrieben, ohne jegliche Hilfe. In einem Zeitraum von, ich glaube, 6 Wochen. Naja, noch kann ich es nicht genau sagen. Noch bin ich tatsächlich dabei, aber ich bin fast fertig. Deswegen habe ich das in einem Trailer schon alles gemacht, weil ich weiß, bis es losgeht, bin ich auf jeden Fall fertig. Wird die nächsten Tage vermutlich auch dazu kommen. Das Projekt wird dann, wie gesagt, unregelmäßig kommen. Ich versuche es sehr professionell und auch mal ernst zu machen. Ernst? Ernster als mein Intro in diesem Video. Ja, das Ganze wird so... Es wird ziemlich entspannt sein, denke ich. Die Folgen werden eine bequeme Länge zum Angucken haben, von um die 10 Minuten pro Folge peile ich an. Und es wird wirklich nur daraus bestehen, dass ich wirklich mit Hintergrundbildern, die ich euch dann gebe, wie dem, was ihr im Moment seht, auch wenn das selbst nicht vermutlich, auf keinen Fall genutzt wird. Während ich euch solche Hintergrundbilder zeige, werde ich euch einfach nur die Geschichte nach und nach vorlesen. Der Trailer ist auch schon erstellt. Wenn ich dran denke, packe ich den mal hier hin. Damit war es das im Großen und Ganzen von diesem Infovideo. Jetzt am Ende doch nochmal ein bisschen was gelabert. Wir sehen uns bei irgendeinem Video. Bis dann. Ciao.